Im September letzten Jahres hat der Publisher Bandai Namco Gundam Evolution veröffentlicht, eine FPS-Umsetzung der Gundam-Serie. Jetzt, nach noch nicht mal einem Jahr nach seinem Release, wird der Mecha-Shooter ausgeschalten. Grund für diese schwierige Entscheidung sind wahrscheinlich die niedrigen Spielerzahlen. Beim Launch vom Spiel lagen die Spielerzahlen bei knapp 57.000 und seither gingen die steil bergab. Dies ist wirklich schade, da das Spiel viel Potenzial hatte. In einem Statement vom Executive Producer Kazuya Maruyama, das auf der Webseite des Spiels gepostet wurde, schrieb Maruyama: "Mit großer Trauer geben wir hiermit das Ende von Gundam Evolution bekannt. Wir wollten einen Titel schaffen, der FPS-Fans und Gundam-Fans zusammenbringt. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, ein authentisches Gundam-FPS-Spiel zu entwickeln, das weltweit gespielt werden kann. Leider haben wir festgestellt, dass es uns nicht mehr möglich ist, einen Service anzubieten, der unsere Spieler zufriedenstellt.